Hallo vom Heimkino Helferteam. Es gibt immer wieder Missverständnisse, wie Lautsprecher bei Dolby Atmos positioniert werden sollen. Dabei ist es ganz einfach. Die Lautsprecher werden ausgehend von der Referenzlinie in einer Linie mit den Fronts ab Ohrhöhe vor und hinter dem Hörplatz in den ausgewählten Winkel zwischen 30 bis 55 Grad positioniert. Jetzt berechnen wir mal für den Referenzplatz den Elevation- und Azimutwinkel. In den Dolby Guidelines auf Seite 8 steht, dass Ohrhöhe mindestens mal 2 bis maximal das Dreifache betragen muss. Link unten im Text. Bei 1,2 Meter Ohrhöhe und 45 Grad Elevation ergibt sich dann eine Länge von 1,2 Meter nach vorne. Die Breite orientiert sich in unserem Rechenbeispiel an den halben Abstand zwischen den beiden Frontlautsprechern. Bei 1 Meter Breite und 1,2 Meter Tiefe können wir nun den Azimut herleiten. Das sind dann 39,8 Grad. Nun errechnen wir die Länge in der Ebene zum Lautsprecher aus den Daten. Hier landen wir bei 1,56 Meter. Wenn wir jetzt noch den Höhenunterschied dazu nehmen, haben wir einen Abstand von 2,08 Meter mit 35,3 Grad bis zum Hörplatz. Somit auch Auro 3D tauglich und nicht, wie viele behaupten, dass es komplett untauglich ist. Somit ist die 45 Grad Aufstellung ab Hörplatz völlig falsch. Das passt nur für die Lautsprecher, wenn man auf der Linie mit den Fronts sitzt.